Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich grüße euch aus Opotiki. Wir sind jetzt ungefähr 3 Tage hier und die erste Anfangseuphorie ist so ein bisschen verflogen. Ja, weil das Ganze mit den Jobs hier dann doch nicht so gut geklappt hat, wie wir uns das gedacht haben. Also, wir waren jetzt bei der ersten großen Firma, das ist OPEC, die ist hier ansässig und die haben uns halt gesagt, dass wir frühestens so in 10 Tagen anfangen können zu arbeiten. Das heißt, ja, wir stehen jetzt hier im Prinzip für 2 Wochen rum und viel zu machen ist jetzt hier auch nicht unbedingt in Opotiki, also es ist ein kleines Örtchen. Aber gut, wir haben jetzt halt gesagt, wir bleiben hier, weil wir haben unheimlich viele nette Leute kennengelernt. Also ich schätze mal, in diesem ganzen Camp hier sind vielleicht 150 Menschen unterwegs, davon fast alle sind wirklich Deutsche. Wir haben uns heute entschieden, okay, weil wir eh nichts zu tun haben, so wie die meisten, einige arbeiten schon, andere noch nicht, haben uns entschieden, wir gehen heute zum Strand runter, ich nehme euch mit. Und heute Abend gibt es dann Kaiserschmarrn. Wir haben hier auch zwei Österreicher, Österreicherinnen, die für uns Kaiserschmarrn kochen wollen. Ich weiß nicht, ob es sowas schon in Neuseeland, ob wir schon mal sowas hier gesehen haben in Opotiki. Wir gehen jetzt runter zum Strand. Das Wetter ist echt im Moment eigentlich ganz gut, also besser als die letzten 2 Tage. Bin mal gespannt. Das Wasser wird wahrscheinlich irre kalt sein, aber naja, mal gucken. Vielleicht gehen wir rein, vielleicht noch nicht. Werden wir dann spontan entscheiden. Mal sehen. Und ich hoffe wirklich, dass wir die nächsten paar Tage auch nutzen werden, um noch ein paar Sachen hier zu erleben. Wenn wir schon hier nichts zu tun haben, dann können wir wenigstens gucken, was hier so in der Umgebung so passiert, was man hier machen kann. Und ich halte natürlich euch auf dem Laufenden, was hier so geschehen wird. Viel Spaß beim Video. Wir waren eben gerade schwimmen. Das Wasser ist eisig kalt, aber sehr erfrischend. Und also ich habe selten einen so schönen Strand gesehen, der so menschenleer ist vor allem. Also hier findet man keinen Dreck, nichts. Es ist ein wunderschöner Strand, wunderschöner Sand mit Muscheln und allem möglichen Zeug, was hier das Wasser so anspült, quasi unberührt. Und ja, also ich hoffe wirklich, dass wir mehrmals in den Genuss kommen werden, hier so einen schönen Strand besuchen zu dürfen und dann auch wieder mal baden zu gehen. Es hat jetzt für eine knappe Minute gereicht, weil dann war es dann wirklich echt zu kalt. Also das Wasser hier unten im Meer, ich weiß nicht, wie viel Grad das hat, aber ich schätze mal vielleicht 10 bis 15 höchstens. Also es ist wirklich eisekalt gewesen. Aber jetzt hier, die Sonne brennt schon ganz schön runter und es ist auch sehr warm, wenn die Sonne draußen ist. Und natürlich muss man da auch richtig aufpassen. Also Sonnenbrand kriegt man hier wirklich sehr, sehr schnell. Also vor allem, wenn man weißer Hauttyp ist, dann fängt man sich sowas in einer halben Stunde auf jeden Fall mal locker ein.
ohne dass man es merkt, weil hier geht auch ständig Wind. Also von daher gut eincremen immer. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Vielleicht sollte ich das jetzt mal nachholen. Voll cool. So, jetzt geht's weiter. Was ist denn noch? Warte, wie ist das? Weiß ich nicht. Das ist Profikoch übrigens. Sternekoch. Ja, ich bin wirklich Köchin. Ja, gebrühte Köchin. Dann erzähl mal. Über eins bemacht. Ich kann erzählen, was ich gekocht habe. Das weiß ich nicht. Ja, mach mal. Bei meiner Prüfung. Ja, klar. Erzähl mal, was bei deiner Prüfung gekocht hast. Bei meiner Prüfung. Das war ein 4-Gänge-Menü. Die erste Speise war eine Kohlrabi-Cremesuppe mit Strudelteig-Ecken. Was? Strudelteig? Strudelteig-Ecken. Ach, Strudel. Und dann der zweite Gang war ein Mousse von der Räucherforelle. Dann eine gratinierte Hühnerbrust mit Tomaten-Mozzarella und Couscous. Wann hast du noch mal Geburtstag? Ich würde sagen, einen Monat, oder? Und die Nachspeise war mal im Hemd. Geil. Weiter? Du setzt dann einfach die Untertitel drunter, ne? Also das frage ich dich dann einfach. Ja. Wegen den Untertiteln. Und hier drinnen sieht man einen Topf. In dem Topf sieht man einen Topf, ja? Hier im Topf ist Teig für Kaiserschmarrn. Das ist der gleiche Teig wie Palatschinken für euch deutsche Pfannkuchen. Österreichischer. Hier drin sind circa 2 Kilo Mehl, 3 Liter Milch, Salz und 15 Eier circa. Was wird denn Zimt? Das kommt ins Apfelmus. Geil. Ja, Apfelmus ist perfekt, haben wir gestern schon probiert. Wie viele Äpfel haben wir? 15. Nein, 14. Ja. Ich habe weniger gesagt, weil die Äpfel so groß waren. 14. Und Vanilleeis. Ja, ganz viel Vanilleeis, mega geil. Wie viel war es? 2 Liter? Probiert es mal, ja? Das Eis, das hast du hier? Ja, ich hab probiert. Achso. Ja, das ist recht lecker. Ja, warte, ich hab ne. Jetzt brauchen wir irgendwann was Langweiliges, was rhythmisch-langweilig ist. Wir brauchen einen Schuss Mineralwasser. Die Geheimzutat, ein Schuss Mineralwasser für die Flaumigkeit. Damit es dann nicht aufgeht. Ich glaub, immer von einem Typen, der alles filmt. Immer egal, wo man ist. Naja, das sieht jetzt eher aus wie schon mal gegessene Äpfel. Bei dir sieht es irgendwie ganz gut aus, bei mir sieht es auch gut aus. Ja, bei dir sieht das echt aus wie schon mal gegessen. Ja, Mann. Jungs, Mädels, ihr seid gleich am Ende. Ganz vor. Oh, 2 Sekunden vorher sieht aus wie schon mal gegessen. Sieht voll gut aus. Noch mehr Eier. Proteine. Also, du wirst auf österreichisch gekocht, einfach alles reinhauen. Alles, was ihr habt, einfach reinhauen. Egal, was es ist. Sogar Mineralwasser für eine Verwendung. Oder was willst du zu deiner Verteidigung sagen? Es wird fluffig. Fluffig? Das ist zumindest ein Wort, was wir Deutschen auch verstehen. Genau, deswegen habe ich es genommen. Was hättest du denn sonst gesagt? Flaumig. Und zur Abwechslung, was gab es bei euch zu essen? Das war besser. Zur Abwechslung. Ich habe gestern nicht gefilmt, deswegen kann das... Was ist das denn? Das sieht ziemlich gut aus. Ravioli, Tortellini, Brokkoli, Hühnchen, Lauch, Zwiebeln, Käse, Creme fraiche, Tomatensauce. Was ist da jetzt nicht drin? Wahrscheinlich Kürzer gewesen. Einmal bitte verbissen in die Kamera. Wie viele Minuten machst du das jetzt schon? Ja, eine Stunde. Ich bin hier seit einer halben Stunde dran. Arm ist schon taub. Das ist überraschend. Hauptberuflich? Eine Perspektive? Nee, da gehe ich kaputt. Das ist ja ein Muskel. Da gehe ich kaputt. Ja. Wie zufrieden bist du mit der Arbeit bisher? Ich bin erst zufrieden, wenn meine Gäste zufrieden sind.